Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Spezialausgabe des Jahres 2020 der Filmnische. Das Jahr neigt sich dem Ende, das Filmjahr war wahrscheinlich etwas mager. Trotzdem haben wir in mühevoller Kleinarbeit 10 Filme herausgesucht, die wir als sehenswert erachten, mindestens sehenswert, und die aber nicht so ganz in den Kinokassen oder bei Netflix oder wo auch immer eingeschlagen haben, die ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Genau, da stellen wir uns jetzt euch 10 Filme vor und hoffen, dass der ein oder andere Film dabei ist, der euch auch gefällt. Waves heißt der erste Film. Tyler Williams und seine Schwester Emily leben mit dem Vater und der Stiefmutter in Südflorida. Tyler möchte oder ist schon Wrestling, ja, Star, wenn man so möchte, und möchte da weiter in den Sport fortschreiten und wird von seinem Vater zwar unterstützt, aber hat fast schon dysfunktionales Verhältnis zu seinem Vater, der sehr streng ist, und vielleicht auch aufgrund dessen driftet er so ein bisschen in die Drogenwelt ab, was ihn natürlich nicht bekommt, was auch nachbleibende Folgen hat. Und das zeigt der Film, ein ziemlich herzzerreißendes Drama, der auch künstlerisch, optisch und musikalisch tolle Effekte und Übergänge zeigt, die wirklich, ja, in Anführungszeichen Spaß machen, aber es ist interessant zuzuschauen. Und in der Mitte des Films tut sich dann eine ganz andere Welt auf, die mit dem Titel des Films dann korrespondieren. Waves ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns und auf der Liste darf natürlich kein A24-Film fehlen. Der nächste Film heißt Der schwarze Diamant oder in Englisch Uncut Gems. Adam Sandler macht immer wieder mal gute Filme, auch wenn er den Ruf weg hat, ein bisschen so der, er spielt gerne Idioten, so hat man den Eindruck. Bei Uncut Gems hat er mal wieder einen Höhenflug und er spielt Howard Redner, der ein kleines Schmuckgeschäft hat in New York, im Diamantenviertel, wo er prestigeträchtige Kunden hat aus dem Sportbereich, aus dem Rapperbereich, spielt auch ein berühmter Basketballstar mit sozusagen, also auch er ist die Originalperson. Ja, und Howard hat da leider aber Probleme mit Wettschulden, ist spielsüchtig und 90% des Films sieht man eigentlich, wie er am Anfang einen entscheidenden Fehler macht und was es dann heißt, die Leute, die dann die Zahlungen eintreiben, wenn sie mit ihm konfrontiert werden. Ziemlich, wirklich überzeugender Film, hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Es ist teilweise viel Kuddelmuddel in diesem Schmuckgeschäft. Man sieht dann, wer verfolgt wird von den Zahlungseintreibern. Und Adam Sandler blüht richtig auf und spielt irgendwie so eine ambivalente Figur, den man zwar mag, aber man sagt dann irgendwann, okay, jetzt übertreibt man nicht. Uncut Gems gibt es auf Netflix, eine klare Empfehlung von uns. Gehen wir vom Thriller zu einem Horrorfilm, The Lodge. Er spielt in einer Hütte. Die Geschwister Mia und Aiden gehen mit ihrer Mutter, mit ihrer Stiefmutter sozusagen oder mit der neuen Freundin vielmehr, ihres Vaters, in eine Hütte, haben da Urlaub. Eine Hütte ist natürlich das beste Szenario für einen Horrorfilm. Man könnte meinen, es ist ausgelutscht, hat man ja nach Tanz der Teufel und nach dem Evil Dead Remake schon einiges gesehen, aber hier wartet der Film nochmal mit wirklich schaudiger Atmosphäre auf. Ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll, die Schneelandschaften lassen einen wirklich frösteln, auch die Beziehungen sind, weil die neue Freundin vom Vater nicht gerade willkommen ist bei den Kids. Und dann entspinnt sich ein wirklich schöner Thriller, der auch wirklich bösartige Bilder hat, der ein, zwei Fehler hat oder Unzulänglichkeiten in der Handlung, die kann man aber, finde ich, da kann man Auge zudrücken, weil der Film wirklich sehr stimmungsvoll ist und die jetzt nicht so schlimm sind, dass die einem da den Filmspaß verderben. The Lodge sollte man auf jeden Fall gucken. Bleiben wir im Horrorsegment, The Witch Next Door oder The Wretched. Es geht leider nicht um eine Hexe, aber es geht um eine Gestaltwandlerin, die in einer Küstenstadt Ärger macht, in der Ben lebt, der mit in der Scheidungsfamilie ist sozusagen, und der Vater wohnt dann eben in der Küstenstadt, wo er dann Urlaub macht für den Sommer. Da gibt es dann eine kleine Anwendelung. Das Wichtige ist aber, da ist ein hexenartiges Wesen, das sich in andere Körper, in andere Körper schlüpft und dafür blutige Szenarien sorgt. Der macht wirklich Spaß. Ist von der Atmosphäre nicht ganz so dicht wie The Lodge, aber ist auf jeden Fall ein schöner Horrorfilm, weil man eben auch nicht so oft so Körpergestaltwandler und sowas sieht, sondern man sieht ja zum 80. Mal in irgendein Spukhaus, Spuk in irgendwelchen Hillhäusern und so weiter. Das ist wirklich ein stabiler Horrorfilm auf jeden Fall. Dann wird es wieder melancholischer. So Long, My Son oder Bis dann, mein Sohn. Im Deutschen finde ich den englischen Titel wirklich besser. Geht es um zwei Familien in China, in Huan. Und
um einen Zwischenfall mit dem Sohn von Liu und Wang, dem ein ja, tragisches Schicksal entgegensteht. Man sieht am Anfang schon, wie die Kinder am See noch relativ ruhig spielen. Dann passiert was Schreckliches für die Eltern. Und dann sieht man eben, wie die beiden Familien dann über dieses tragische Verhältnis, die in Verbindung stehen, über die Generationen, dann wie sie sich miteinander verhalten, wie leidet die Freundschaft darunter. Und mit einem wirklich schönen Ende, ohne jetzt so viel zu erwarten, ob es schlimm oder schön ist. Es gibt ja auch tragische Enden, die einen sehr überzeugen können. Ja, tolle Musik. Man kann auf jeden Fall mit den Eltern mitfühlen. Ist zwar ein 3-Stunden-Epos, aber die Zeit ging ruckzuck, weil man da wirklich gebannt ist. Wie geht's den Eltern? Wie geht's zu einer Familie? Wie entwickelt sich sowas? Was macht es mit einem, mit den Eltern? Ja, schöner Film aus China. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Toller Film. Wir bleiben bei der schweren Kost. Niemals, selten, manchmal, immer ist ein kleines Indie-Drama, wo es um Autumn geht. Sie ist 17, hat nicht gerade die besten Verhältnisse zum Elternhaus, lebt im ländlichen Pennsylvania, hat 2 Geschwister und eine verlässliche Cousine, Skylar. Eines Tages bekommt sie dann die Botschaft oder er macht dann einen Test und ja, es steht fest, sie ist schwanger. Nun ist es natürlich gerade im ländlichen Bereich vielleicht nicht optimal. Sie geht da zu einem Arzt und möchte dann eben, schließt in dem Schluss, sich eine Abtreibung zu unterziehen und muss dann eine Odyssee unternehmen, teilweise bürokratisch, teilweise natürlich ist es auch mit moralischen Implikationen versehen, muss dann in New York das Ganze vollziehen und man sieht die Welt von einer sehr düsteren Seite. Der Film schafft sehr gut, zwischen den Zeilen Dinge zu sagen, ohne sie direkt plump anzusprechen. Manchmal reicht ein Blick von Skylar, von der Cousine oder von Autumn, um einigermaßen den Gefühlszustand ausloten zu können. Da geht natürlich dann die große, dramatische, kitschige Feeling vielleicht ein bisschen weg, aber das ist doch mal eine schöne Abwechslung zu dem in der heutigen Zeit, wo jeder meint, seine unwichtige Meinung herausposaunen zu müssen. Niemals, selten, manchmal, immer. Ja, muss man in der Stimmung sein, ist auf jeden Fall kein gute Laune-Film, aber denke ich, ein wichtiger Film zu dem Thema. Mir ist vorhin aufgefallen, dass in dieser Liste 3 deutsche Filme sind, was mich natürlich freut. Einer ist, glaube ich, eine Koproduktion, aber da kommen wir gleich drauf. Bei Kahlschlag geht es um eine Dreierkonstellation von Martin und Erik, die seit Kindheitstagen in Mecklenburg-Vorpommern, da in der Provinz leben, und um Frenny. Erst war Martin mit Frenny zusammen, dann ist Erik mit ihr zusammen und man sieht dann immer wieder in Rückblenden, wie die Freundschaft zwischen den Reihen war, wie sich's entwickelt hat, was für eine Spaltung da geherrscht hat. Und dann sieht man eigentlich, wie sich daraus ein Thriller entspinnt, in dem die zwei sich ein wenig nicht mehr grün sind und das auch auf martialische Weise zeigen mit Kämpfen und im Mecklenburg-Vorpommerscher Wald. Und ja, wirklich ein Thriller, den man aus Deutschland nicht unbedingt jeden Tag serviert bekommt. Teilweise ziemlich garstige, bösartige Szenen, ziemlich auch melancholische Szenen, die ein bisschen missmutig oder betröppelt stimmen. Kahlschlag, deutscher Film, den sollte man angucken, wenn man für Thriller was übrig hat. Teilweise mit wirklich tollen Landschaftsaufnahmen und schauspielerisch von Erik hat er einiges abgerissen. Dann reden wir doch mal über Gesellschaftskritik. Der Film Exil zeigt das Leben von Hafar, der in Deutschland lebt, aber aus dem Kosovo stammt. Er ist Pharmaingenieur und eines Tages kommt er von der Arbeit nach Hause und findet bei seinem Eingangstor eine tote Ratte. Die Vermutung ist bei ihm nahe, dass es aus dem Labor kommt, wo er arbeitet, weil er da schon nicht gerade respektvoll behandelt wird und hat den Eindruck, dass es Mobbing ist, wahrscheinlich auch rassistischer Natur. Der Film zeigt es so ein bisschen, er deutet es an, dass es nicht unbedingt Rassismus sein muss. Vielleicht ist er auch ein Arsch, vielleicht ist er auch ein Arsch, weil er gemobbt wird oder sozusagen der Böse ist und andere vielleicht mit seiner Art mobbt. Und es zeigt der Film ganz gut, wie eben rassistisch, wie subtil das sein kann, wie es schon ausreicht, wenn man den Eindruck hat, man wird rassistisch behandelt, ohne dass es vielleicht gerechtfertigt ist. Ja, mit, ich glaube, dem besten Trailer, den ich je gesehen habe, wo sich es immer mehr hochschaukelt. Also guckt euch zumindest mal den Trailer an. Ich weiß, das ist natürlich kein leichtes Thema, aber sehr spannend zuzugucken, interessant. Und auch die Beziehungskonstellation zwischen Hafar und seiner Frau ist nicht ganz eindeutig und auch teilweise schwer zu ertragen, weil es natürlich da ans Eingemachte geht. Exil ist eine klare Empfehlung aus dem deutschen Genre-Kino, Drama-Kino, genau. Dann kommen wir zu einem Film, der mir wirklich, den habe ich einmal im Trailer gesehen und war komplett hin und weg. Cortex, Regiedebüt von Moritz Bleibtreu. Er spielt da auch die Hauptrolle und er hat das Drehbuch geschrieben. Dabei geht es um Hagen, der von einer
vom Schlafproblem heimgesucht wird. Er hat eine Schlafstörung, kam dann eben ins Labor, ins Schlaflabor, und da wurde das dann diagnostiziert. Was der Film ganz toll macht, sind Kamerafahrten, die ineinander gehen, Musik, die traumartig wirkt. Teilweise wirklich wahnwitzige Nebenfiguren, die mich wirklich überzeugt haben. Stichwort der Erklärer, sage ich mal, der dann Mitte des Films auf den Plan tritt. Genau, es geht um Hagen, der mit seiner Frau zusammenlebt und die auch ein Kind haben. Und der Film zeigt dann eben, wie die Realität mit Traum verschwimmt, was dann diese andere Person, die dann mit der Frau ein bisschen anwendet, was damit passiert. Und Hagen weiß gar nicht, ist er im Traum, ist er in der Realität. Die Übergänge sind schwierig. Und dann entspinnt sich da auch ein Thriller, der optisch wirklich ein Highlight ist, musikalisch auch, und eine spannende Geschichte erzählt. Und Moritz bleibt treu, kauft man das auf jeden Fall ab, dass er sehr irritiert ist und überfordert ist mit einer dauerhaften Schlafstörung, wenn man die ganze Zeit zu wenig Schlaf hat. Cortex ist wirklich ein toller deutscher Thriller. Ja, jetzt habe ich viel von Thrillern, Horrorfilmen, schwermütigen Dramen geredet, aber so ein Genre ging ein bisschen unter. Und das stellt euch jetzt Laura vor. Ja, mein Lieblingsfilm des Jahres war für mich Over the Moon oder auf Deutsch Die bunte Seite des Monds. Und zwar ist der Film dieses Jahr im Oktober auf Netflix erschienen. Und für mich war das eine große Überraschung, weil der Film für mich locker mit einem Disney-Film mithalten kann. In dem Sinn, dass die Animation und die Handlung und die Lieder, die da gespielt werden, einfach wunderschön sind. Aber das kommt auch nicht von irgendwo, weil der Glenn Keane dort mitgearbeitet hat. Der Glenn Keane, der hatte am Anfang auch an Rapunzel neu verföhnt mitgearbeitet. Und ich finde einfach, das merkt man beim ganzen Film. Also es gibt diese kleinen Tiere als Sidekicks und die Animation ist wirklich total schön, farbenfroh, bunte Welten. Wurde auch schon für dreimal nominiert für Awards für beste Animationsfilm, also völlig verdient. Die Lieder sind richtig toll. Dieser Eröffnungssong von der Mondgöttin ist richtig cool. Den habe ich mir öfter angehört. Oder dieses Rap-Battle, sag ich mal, zwischen ihr und dem kleinen Bruder von ihr. Das fand ich richtig cool. Und die Mondgöttin wird synchronisiert von der Pia Allgeier, die man eben auch von Rapunzel kennt. Oder auch Anna aus Frozen. Und deswegen, das kam einem alles irgendwie schon so ein bisschen vertraut vor. Und ich finde auch das behandelte Thema interessant, weil da hat mich der Film ein bisschen an Baymax erinnert, da die 14-jährige Feifei über den Tod ihrer Mutter trauert und lernen muss, wie es halt weitergeht und dass sie ihre neue Familie akzeptiert. Und da fand ich auch ihren kleinen Bruder total goldig, der hat sie nämlich total vergöttert. Und ich weiß nicht, ich fand die ganzen Figuren wirklich liebenswert und es war eine richtig schöne Story und ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas Schönes noch auf Netflix finden würde. Ja, Animationsfilm am Schluss, das ist doch gut, gerade zur Weihnachtszeit vielleicht nicht gerade der mega deprimierende Asia-Arthouse-Film, sondern ja. Dankeschön, Laura, für den Einschub noch. Damit sind wir am Ende. Wir haben euch hoffentlich den ein oder anderen Film vorgestellt, der in eure Genre-Vorliebe passt und wünschen uns hoffentlich 2021 ein bisschen ein bunteres Kinojahr mit vielen Filmen, hoffentlich nicht nur Blockbuster, die sie jetzt alle angeschaut haben. Ja, noch ein weinendes Auge auf jeden Fall zu Dune von Denis Villeneuve. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Kinojahr. Wir werden wieder gespannt sein. Wir werden euch hoffentlich mit tollen neuen Spezialfolgen, Filmkritiken allerlei versorgen und wünschen einen schönen Jahresabschluss, die Filmnische.